Auch wenn ich hier 100.000 Credits noch verlieren werde. Aber ich meine, wenn jetzt sogar alles andersfarbig wird und wahrscheinlich auch alles schwerer, dürfte es dementsprechend auch etwas interessant werden. Hoffe ich doch zumindest. Ah, ich will Queen Bee haben. So. Na gut, mein erstes Credit hier in diesem... Na toll. 9 Abschnitte habe ich natürlich schon verloren. Einen Arm habe ich auch schon verloren. Das fängt ja schon mal gut an. Ah gut, ja. Bitte. So, danke. Ich glaube, es sind auf jeden Fall schon weitaus mehr Gegner geworden. Zumindest kommt mir das gerade so vor. Und nee, viel schlimmer, sie schießen viel mehr. Das ist die Scheiße. Aber doch, es kommen auch ein paar mehr Weitraum jetzt. Und die brauchen lange, bis sie sich hier teilt. Ach du Scheiße, die können auch noch schießen. Oh nein. Leute, ich glaube, diesen Modus könnte man glatt Twin Bee Must Die nennen. Also hierher hat Konami bestimmt eine Menge an Geld verdient. Für diejenigen, die wirklich wissen wollten, was es hierfür gibt, wenn man das hier schafft. Also ich werde jetzt auf jeden Fall gucken, dass ich das noch durchkriege, aber... Hier werden etliche Credits draufgehen. Das glaube ich allemal. Oh Gott. Heilige Scheiße. Ich frage mich sowieso, ob die das jetzt nur in dieser Arcade-Version drin haben oder ob die das auch in den Konsolenportierungen drin gelassen haben, wo man bestimmt nur begrenzt Continuous hätte, aber da wäre es wahrscheinlich die Hölle. Und deswegen würde mich das da wirklich schon wundern, wenn die das da so gemacht hätten. Oh Gott. Oh. Hier muss ich wirklich auf alles aufpassen. Multitasking hoch 10, mein Gehirn platzt. Oh Gott. Ja, auf jeden Fall wird das jetzt bestimmt noch eine epische, heftige, enorme Schlacht, die ich hier bewältigen muss gegen diese scheiß Gegner, die jetzt wirklich... Och du Scheiße. Eine Menge Schüsse jetzt drauf haben. Und das ist echt schon nicht mehr freundlich, muss ich sagen. Naja, schauen wir mal, wie das Ganze noch laufen wird. Bis ich halt am Ende angekommen bin. Wo kam diese Schüsse jetzt weg? Da war kein Gegner. Das war jetzt gerade wirklich meine interessante Logik, die ich jetzt echt gerne mal begreifen würde. Also Sinn ergeben tut das gerade echt nicht. Ich meine, die Gegner sind schon futsch und es kommen trotzdem noch Schüsse raus. Das ist ein Programmierfehler oder sowas. Das kann ja nicht angehen. Also zumindest ist das wirklich sehr unlogisch. Und deswegen finde ich das wirklich schon Wahnsinn. Oh ja, jetzt brauche ich wieder ein halbes Jahr, bis hier überhaupt... Ah. Ja gut, die schießen tatsächlich. Es ist unglaublich, dass diese... Verdammt, diese scheiß Weintrauben auch noch dazu kommen, dass sie schießen. Okay, jetzt will ich mal wissen, wie der erste Boss gleich ist. Ob der auch an Schwierigkeit jetzt zugenommen hat, oder ob der, ach du Scheiße, ob der doch noch so leicht ist, wie er vorher auch noch war. Naja, werden wir ja jetzt sehen. Diese Stadt ist auch ein bisschen andersfarbig geworden. Oh, der Boss ist auch, oh Gott, jetzt ist der rosa geworden? Ach du Scheiße. Na gut, oh Gott, ich glaube, die Schüsse sind in dem Fall etwas schneller. Ja, die sind etwas schneller geworden, die Schüsse von ihm. Also der hat auf jeden Fall auch an Schwierigkeiten enorm zugenommen. Oh, Scheiße. Ich komme mir gerade gar nicht mehr klar. Also dieses Spiel überfordert meinen Verstand definitiv gerade in diesem zweiten Durchlauf. Ich weiß nicht, wieso ich das jetzt gerade auf mich ergehen lasse, aber ich bin nun mal so verrückt. Oh nein, hier hat sich auch schon wieder der Hintergrund verändert. Was die Farbe angeht, das ist jetzt wahrscheinlich überall so. Aber immerhin, die Musik hat sich nicht verändert. Yay. Das heißt, wir können immer noch dieser tollen Melodie lauschen, die ich wirklich klasse finde. Da, 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 die, da, 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 die. Da, da, die, da, da, da. Meine Arme, die waren weg, ja. Jetzt hab ich ein Problem, ja. Denn ich habe wieder... Scheiße am Dampfen, ich habe ein Problem, denn ich will hier nur weg. Jetzt will ich nicht mehr die Gegner bekämpfen. Zu viele Schüsse, die mich erwarten, und mein Tod ist vorher bestimmt. Ich habe keinen Bock mehr. Oh Gott. Also würde ich das auf einer Original-Arcade spielen, hätte ich definitiv jetzt meine Lust verloren, das Geld da reinzuschmeißen. So viel steht schon mal fest. Also da könnt ihr euch sicher sein, das ist echt zu enorm gerade. Vor allem ohne Upgrades ist das gerade wirklich die Hölle. Dadurch, dass ich ja auch so langsam bin. Und da muss man wirklich schon sehr doll aufpassen, dass man das hier vernünftig hinkriegt. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ja, bitte Arme.
Danke, ich bin gerettet. Na, zumindest vorerst. Ach du Scheiße. Okay, jetzt wird's böse, jetzt wird's böse. Verdammte, soll das Pinguine eigentlich darstellen? In meinen Augen sieht das wirklich aus wie Pinguine. Ach du Scheiße. Okay. Wenn Twinbee ein bisschen schneller wäre, dann wäre es noch machbar. Ach du Scheiße. Das ist definitiv gerade eine extreme Schussflut. Also ich glaube, hier ist gerade das Spiel Mushihime-sama. Ist auch ein sehr schweres Shoot-em-up-Spiel, das ich in dem Fall auch in so einer Perspektive spielt, einen Witz gegen. Also ich glaube, das Spiel werde ich mir nie für Xbox 360 holen, wenn ich mir eine Xbox 360 hole. Also das ist wirklich die Hölle. Wenn ich hiermit schon nicht klarkomme, dann brauche ich das Spiel erst recht nicht anrühren. Verdammt, die Cave-Shooter sind sowieso allgemein ja als die schwersten Shoot-em-up-Spiele bekannt. Also dahingegen sind ja die Konami-Shooter noch ein Witz gegen eigentlich. Je nachdem, wie man sich anstellt. Oh, verdammte Vögel. Oh Gott, alles wird mich hier tot sehen. Und deswegen finde ich das gerade echt nicht freundlich. Heilige Mutter Maria Gottes. Oh Gott. Oh Gott. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, gib mir Arme, genau. Oh, auch wenn ich sie gerade nicht mehr brauche, ich bin sowieso gleich beim Boss. Ach du Scheiße, die kommen jetzt auch wesentlich schneller. Ach du Scheiße. Okay, das waren sie aber wenigstens schon alle. Na Gott sei Dank. Oh nein. Ach du Scheiße. Nicht der schon wieder. Okay. Jetzt wird's heftig, Leute. Also eins steht fest. Diese Bosse haben definitiv an Schwierigkeit zugenommen, was die Schnelligkeit angeht. Also nicht so an sich von Schwierigkeitsgrad selbst her, dass die jetzt irgendwie, was weiß ich, mehr Schüsse machen oder so. Nein, die Schnelligkeit ist übertrieben heftig geworden. Und da muss ich jetzt weitaus aufpassen auch, Mann. Oh, Scheiße. Aber ich habe euch schon prophezeit, hier werde ich meine Credits sowas von verbraten. Also da kann ich echt froh sein, dass ich hier unendlich Credits habe. Und das ist echt die Hölle. Das könnt ihr mir glauben. Also für diejenigen, die diesen zweiten Durchlauf noch nie gemacht haben oder noch nie gesehen haben, werden dementsprechend mal hier Zeuge, dass ich da... wie das Ganze aussehen wird und wie heftig das überhaupt ist. Jetzt kommt sogar Flederbeuse hier, das war vorher aber auch noch nicht so. Obwohl doch, die waren auch da. Scheiße. Okay. So. Oh, Scheiße. Ich komme gerade mit den ganzen Schüssen nicht klar. Das ist echt gerade zu heftig. Ich will echt nicht wissen, wie heftig das beim letzten Level dann gleich ist. Also da will ich dann bestimmt noch wesentlich... Ach du Scheiße, da kann man ja gar nicht mehr ausweichen. So schnell, wie die gerade geschossen haben. Also das ist schon mehr als unglaublich gerade. Ich wage schon bald zu bezweifeln, dass ich überhaupt noch eine durchkomme. Oder überhaupt noch die Lust finde, das überhaupt noch zu Ende zu bringen. Ich meine, so viele Level sind es ja eigentlich nicht mehr. Na Gott sei Dank, aber es ist schon heftig. Ich meine, ihr seht ja selber, das ist nicht mehr gerade, ja, zuckerfreundlich, dieses Spiel. Aber was soll's, das sind nun mal diese Spiele von damals. Die waren wirklich schwer. Also sowas würde man heutzutage in diesem Schwierigkeitsgrad, glaube ich, nicht mehr serviert bekommen. Gehe ich zumindest mal stark von aus. Wäre es recht nicht so arcade-mäßig schwer. Na gut, wir haben ihn aber immerhin lahmgelegt. Also wenigstens hat das nicht so sehr an Schwierigkeit zugenommen. Nur diese verdammten Kanonen. Wow. Und wir sind wieder beim dritten Level. Yay. Eine fröhliche Musik, um wieder aufgemuntert zu werden. Juhu. Oh Gott. Oh komm, lass mich mitnehmen. Ja, wunderbar. Scheiße, die Schild hätte ich auch noch gebrauchen können. Da wäre ich bestens gerüstet gewesen. So, jetzt versuche ich mal hier wenigstens ohne Lebensverlust durchzukommen. Also bisher läuft es ja doch recht gut, wenn ich jetzt noch vernünftig ausweichen kann. Bei diesen ganzen Farben, die man hier sieht, ist das schon heftig. Aber gut, das Spiel ist nun mal sehr farbenfroh. Dadurch, dass Twinbee halt so gehalten wird in allen Spielen, ist das so kunterbunt gehalten. Während wirklich Gradius da die etwas dunklere Variante ist, dadurch, dass das halt im Weltraum spielt. Und wir hier uns halt auf Planeten fortbewegen. Oh Gott. Und deswegen haben wir das hier halt so kunterbunt gestaltet. So, ich finde es eigentlich ziemlich schön, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn es ein bisschen unübersichtlich dadurch wird, dass hier diese ganzen Schüsse auf mich zukommen. Aber sonst ist das wirklich einfach nur klasse. Wow. Okay, dieser Lag hat mir gerade ein bisschen Angst gemacht. Das sah zumindest gerade aus wie ein Lag. Und deswegen hatte ich jetzt... Oh, scheiße, gerade ein bisschen Angst. Oh, scheiße. Okay, so viel dazu. Ich verliere keine Credits. Aber ich bin immerhin sehr weit gekommen. Also darüber bin ich schon mal etwas froh.
Oh, verdammt, verschwindet ihr scheiß Gegner! Ich komme einfach nicht gegen die an. Also zumindest gegen Gegner, die so viel aushalten nicht. So. Genau, verschwindet. Na gut. Das muss jetzt leider sein. Scheiße. Na gut, was soll's. Dann muss ich jetzt halt so versuchen, mein Bestes noch daraus zu machen. Im Prinzip könnt ihr mich so oft krepieren lassen und das Spiel versuchen, mit 100.000 benutzten Credits zu durchzuspielen. Aber dann wäre das Let's Play ja nicht gerade sehr sinnvoll. Deswegen versuche ich schon hier möglichst nicht zu sterben, sofern es geht, wohl bemerkt.